Das erste Lied ist die Nummer 148. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich schaue in die Kamera und ich grüße die, die ich nicht sehen kann, aber die ich mir hier wünschen würde in der Kirche. Zusammen mit meinen Mitbrüdern Luis Colantes und Pfarrer Markus Maria Gut feiern wir diesen Gottesdienst in einer besonderen Weise, ohne sie, ohne euch, die wir vermissen. Unterstützt von unseren Technikerinnen und Technikern, Antonia Welti, Simon Blaser, Dominik Pfeiffer und begleitet von unserem Musiker Martin Weber, feiern wir diesen Gottesdienst und meinen diese Einladung ernst. Kommt her, auch wenn es im Moment nicht ganz geschehen kann, hier zu sein. Glaubt an die Gemeinschaft, dass Christus unter uns sein will und kann, wo immer wir sind. Alle sind nun hereingenommen in diese Feier, die wir für sie und für euch feiern, für unsere Gemeinden und für alle, mit denen wir verbunden sind, für all die Anliegen, die in dieser so ungewöhnlichen Zeit da sind. Wir glauben, dass Christus handelt, wo immer wir ihn handeln lassen, an welchem Ort und zu welcher Zeit es auch immer ist. Darum bitten wir ihn um sein Erbarmen für uns alle an den Orten, wo wir zurzeit sind oder auch sein müssen. Rufen wir um dieses Erbarmen Christi. Herr Jesus Christus, du bist unser Licht. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung. Christo, Christo, eleison. Christo, Christo, eleison. Herr Jesus Christus, du bist unsere Stärke. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld. Er sei unser Licht und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, gerade in dieser Zeit, damit es trotz Bedrückung und Sorge mit Hingabe und Zuversicht dem Osterfest entgegengeht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott sieht das Herz, so hören wir es in der ersten Lesung. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel, fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu den Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er, gewiss steht nur vor dem Herrn sein Gesalter. Der Herr aber sagte zu Samuel, seh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seine Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai, diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle jungen Männer? Und er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai, schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, aufsalbe ihn, denn er ist es.
Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Der Antwortpsalm, die Nummer 37. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich am Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich am Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Der Herr ist mein Held, er führt mich am Wasser. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich am Wasser des Lebens. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Am Wasser des Lebens. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und hab nichts gemein mit den Werken der Finsternis.
die keine Frucht bringen. Deck sie vielmehr auf, denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet, denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Mensch. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Das heißt übersetzt: der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettete? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.
Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, und ich wusch mich, und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Dann sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies, und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wärt,
hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, ihr Seelen, darum bleibt eure Sünde. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dort, wo Sie diesen Gottesdienst sehen und auch hier in der Kirche. Seit knapp 2 Wochen sind wir alle irgendwie Experten in Medizin und Virologie, im Wissen um Epidemien und Pandemien. Wir sind auf einmal Kenner von Staatsrecht und Hygienevorschriften. Was viele Familien schon immer waren, müssen nun alle werden. Profis im Improvisieren und im Jonglieren des Alltags, der eigentlich gar kein Alltag mehr ist. Wir spüren direkt, was bisher nur die Wirtschaftsexperten immer wieder erklärt haben. Unsere Arbeit vor Ort ist mit der ganzen Welt vernetzt und verbunden. Und noch mehr als bisher sind nicht nur die Jungen in den sozialen Medien unterwegs, sondern sogar die Kirche, wie wir es heute versuchen mit diesem Gottesdienst. Vor einem Monat kannten wir es nur vom Hörensagen. Covid-19. Das Coronavirus. Und jetzt ist es da, es ist uns auf den Leib gerückt, auf die Arbeit, den Alltag, auf unsere Einkaufsgewohnheiten, auf unsere Beziehungen, unser Miteinander. Es ist uns auf die Nerven gerückt, auf unser Denken, auf unsere Seele und unseren Glauben. Es ist da und es macht sich breit. Und uns Mühe, Sorgen, Angst. Am liebsten würden wir sagen, verschwinde, Corona. Rück mir vom Leib und von der Seele. Verschwinde und lass mich wieder in meinen Alltag, in meine Arbeit. Lass mich wieder in die spürbare Nähe meiner Freunde und Freundinnen, meiner Familie, meiner Kolleginnen und Kollegen, meiner Nachbarn. Lass mich wieder zurück in die Kirche, zum gemeinsamen Gottesdienst, zum gemeinsamen Gebet. Geh, Corona. Pfarrer Markus Maria Guth und seine Gemeindeassistentin Rebecca Lust haben dieser Art des Gottesdienstes den passenden Namen gegeben. Go, Rona. Gottesdienst in Corona-Zeit. Aber auch Go Rona, eine englisch gefärbte Aufforderung, geh Rona, verschwinde. Im Glauben wird aus dieser Aufforderung eine Bitte, ein Gebet. Gott, befreie uns von diesem Virus, von dieser Epidemie, befreie uns von der Sorge, der Not und der Angst, die sie auslöst und all die Maßnahmen, die zu ihrer Verlangsamung und ihrer Bekämpfung dienen sollen. Lass sie verschwinden. Und das Evangelium dieses 4. Fastensonntags scheint diese Bitte ganz direkt zu rechtfertigen. Jesus befreit einen Blinden von seiner Krankheit. Von einem Leiden, für das es damals kein Heilmittel gab,
keine medizinischen Möglichkeiten, nichts. Nur Gott konnte heilen und diese Krankheit besiegen. Und so können auch wir doch bitten, Gott befreie uns von diesem Virus. Jesus berührt diesen Mann ganz anschaulich mit dieser Paste, mit diesem Teig, und er berührt ihn an den Augen. Und er sagt, wasch dich und geh. Aber als diese Heilung der Augen geschieht, ist für Jesus erst der Anfang der Heilung gemacht. Denn dieses lange Evangelium beschreibt etwas, was für Jesus noch wichtiger ist als die körperliche neue Gesundheit des Blindgeborenen. Es beschreibt eine andere Heilung. Der Glaube dieses Mannes wird geheilt. Das Vertrauen auf Jesus Christus wächst und richtet sich auf, und das ist die Heilung, die Jesus sucht und bewirken will. Er will nicht nur das Äußere des Menschen berühren, sondern das Herz, wie es schon in der Lesung hieß. Gott ist am Äußeren nicht interessiert, so schön es sein kann, aber für ihn zählt das Herz. Da, wo wir unser Vertrauen von innen her hinsetzen, das, was uns von Herzen spontan wichtig ist, dorthin möchte Gott kommen und Heilung schenken. Darum geht es Jesus Christus, um dieses Vertrauen auf ihn, diese Entschiedenheit für ihn und damit für alles Gute, für das Licht und was damit verbunden ist. Diese Art der Gesundheit liegt Jesus Christus am Herzen. Und interessant, das Evangelium beschreibt eigentlich, wie dieser Glaube des geheilten Mannes wächst, als es Widerstände gibt. In diesem Kreuzverhör mit den Pharisäern, in das er hineingenommen wird, wird sein Glaube immer mehr. Er wächst, er bekommt Kraft. Wie wenn das Evangelium sagen würde, gerade die Schwierigkeiten sind es, die den Glauben stärken können. Es ist eher eine Gleichgültigkeit. Ein, ach, es geht auch ohne Gott. Ich komme zurecht. Dieses Virus schadet dem Glauben, dieses stille, sich ausbreiten der Gleichgültigkeit Gott gegenüber und was er für uns bedeuten möchte. Und der Glaube, den Jesus schenkt, wächst an den Widerständen. Und das ist eine hoffnungsvolle Botschaft in diesen Zeiten, wo wir große Widerstände erleben. Alle, die Sie hier gerne sein möchten in der Kirche, die die Eucharistie empfangen möchten, die mit anderen beten, singen und glauben möchten, müssen auf etwas Gewaltiges verzichten. Das ist eine große Herausforderung. Und es kann eine Not sein, die wirklich ans Herz geht. Aber sie kann auch ein Moment werden der Gnade, wenn wir es diesen Wachstumskräften anvertrauen. Diesem Staunen über das, was Jesus Christus in meinem Leben schon gewirkt hat oder was er im Leben anderer gewirkt hat, dass ich überhaupt glauben, ahnen, hoffen kann, dass es mich gibt, dass es die Kirche gibt, dass es eine Gemeinschaft gibt, in der auch viel Gutes geschieht. Und dass jetzt überall auch sich diese guten Initiativen ausbreiten, das ist zum Staunen, aber nicht selbstverständlich. Und immer, wo wir spüren, es ist nicht selbstverständlich, sind wir am Tür, an der Schwelle zum Glauben. Sind wir schon in dieser Nähe Gottes, der in Christus ganz eintreten möchte. Und der auch in dieser Zeit danach fragt, darf ich jetzt bei dir eintreten? Darf ich in dein Vertrauen hineinkommen? Darf ich deine Hoffnung werden? Vielleicht fragt er uns jetzt besonders in dieser Zeit, glaubst du an den Menschensohn, an den, der um unsert Willen Mensch geworden ist, um alles zu teilen, was schwer, grausam und angstmachend ist, und der uns erlöst hat, indem er es angenommen hat und am Kreuz verwandelt hat in eine neue Hoffnung, in Ostern, auf das wir trotz allem zugehen. Darin dürfen wir Experten werden, liebe Schwestern und Brüder, Experten der Freundschaft Jesu. Profis im Vertrauen auf ihn, nicht weil wir es wären, aber weil wir es immer wieder werden können. Erfahrene in den Momenten, in denen Jesus Christus uns berühren möchte.
egal wo wir sind, egal wie es uns jetzt geht, bitten wir ihn um diese Berührung. Gleich jetzt, und in einem anderen Moment dieser Tage, berühre auch meine Augen und mein Herz, dass ich dein Wirken neu sehe und dir, Jesus Christus, vertrauen werde. Dann kommt Heilung, die Gott sehen möchte. Amen. Bekennen wir, wo wir sind, mit den Worten der Kirche unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute haben wir nicht die klassische Form der Fürbitten, sondern wir wollen einfach ein Gebet in Zeiten des Coronavirus als Ersatz unserer Fürbitten. Wir denken besonders an unsere Mitglieder in der Gemeinde Konstanz-Wittershausen, die ganze Gemeinde Wolmatingen und Allensbach, alle unsere Freunde, Bekannte und Verwandte, verstreut überall in der ganzen Welt, die philippinische Gemeinschaft hier in Deutschland und auch die ganze Welt. Jetzt beten wir. Herr, unser Gott, wir bringen dir alle Erkrankten und bieten für sie um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Pflegenden Kraft und eine innere Gelassenheit in dieser extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter. Schenke die notwendige Besonnenheit und den Mut zu Entscheidungen. Wir beten für alle, die in Panik und von Angst überwältigt sind. Wir beten um Frieden inmitten des Sturms und um klares Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden umarmen können. Berühre du ihren Herzen mit deiner Güte und Sanftheit. Und wir beten darum, dass diese Epidemie zurückgeht und bald wieder Normalität einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist,
dass unser Leben endlich ist, dass wir einmal sterben werden und nichts alles kontrollieren können. Du allein bist ewig. Mach uns dankbar für so vieles, dass wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Auf dich vertrauen wir. Durch Christus, unserem Herrn. Amen. Das Lied zur Gabenbereitung ist die Nummer 378. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Hoffnung und in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das Heiliglied ist die Nummer 196. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordenschristen und mit allen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auch verstehen. Wir beten für Josef Hensel,
Liselotte Nowitzke, Elfrieda Feigle, Manfred König, Annemarie Reichenbach, Ingrid Peter und die verstorbene Angehörige der Familie Peter, Adi Schaffheitler und Walter Buch, Erika Winkhardt, Liselotte, Rolf und Hermann Wolter, Luisa Waldraff, Guido Blass, Maria Langenberger, Thomas Graf, Wanda und Leszek Gertsch, Schwester Clemencia Rau, Werner Förster, für Josef Hensel, für Karl und Magdalena Schneider, für einen besonderen Anliegen, für Marianne Schneider, Fritz Sandmann, Verstorbene der Familie Acker, Thomas und Trüb, Else Wächter, Ingunde Albietz und Angehörige. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Fasten und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, das will ich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sind gefordert und in Sorge, in Angst und in wirklichen Herausforderungen. Aber wir sind Beschenkte mit dem Geist der Kinder Gottes. Und so beten wir mit allen und für alle, mit denen wir verbunden sind und für die Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist unsere Versöhnung und unser Friede. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gib einander ein Zeichen oder eine Gedanken des Friedens. Nummer 208. Thank you.
Christe, du Lamm Gottes, hör und merkst dies enthält, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, hör und merkst dies enthält, erbarm dich unser. Herr, du trägst die Zünde mit, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr salbte meine Augen, ich ging hin, wusch mich und wurde sehend und glaube an Gott.
singen wir als Danklied die Nummer 487. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Bevor schon die erwähnt, die uns geholfen haben, ich habe unseren Messner vergessen, den Jürgen Henninger, auch ihm ein Dankeschön zusammen mit allen, die diesen Gottesdienst und die vor allem die Übertragung möglich machen. Vielen herzlichen Dank in dieser Premiere. Weil es ein erstes Mal ist, eine Bitte, helfen Sie uns mit den Rückmeldungen. Wenn Sie sagen, das ist schwierig, nicht gut zu verstehen, müssen wir noch üben und verbessern, bitte geben Sie uns auch eine Rückmeldung, dass es einen Sinn hat, ihn auch auf diese Weise mit Ihnen und für Sie zu feiern. In den Internet-Homepages unserer beiden Pfarrei-Seelsorgeeinheiten finden Sie die immer aktuellen Informationen. Schauen Sie bitte auch immer wieder dahin. Wir in Petershausen werden auch noch einige Informationen verteilen. Danke allen, die das tun. In ökumenischer Gemeinsamkeit werden wir jetzt immer am Sonntag um 10 Uhr die Glocken läuten lassen. Als Einladung dann gemeinsam sich im Gebet zu verbinden und jeden Abend um 19 Uhr um eine Kerze ans Fenster, an den Balkon, an die Terrasse zu stellen und dazu Montag und Donnerstag ein Gebet zu beten, gemeinsam und sonst vielleicht still für sich. Wie wir die Kar- und Ostertage feiern werden, müssen wir noch überlegen. Wenn Sie Ideen haben, melden Sie uns auch das bitte. In dieser Zeit, in der wir auf so vieles verzichten, in der Sie auf so vieles verzichten, liebe Schwestern und Brüder, seien Sie gesegnet. Und im Vertrauen, dass immer genug Gnade da ist, um jeden Moment zu bewältigen, auch wenn er viel von uns verlangt. Und das Aufeinanderschauen ist ein wunderbarer Effekt, der schon sichtbar wird in diesen Zeiten. Gehen wir als Gesegnete weiter, in der Hoffnung, dass es sich wenden wird, diese Zeit, und wir dann auch wieder miteinander feiern können im Glauben. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns hingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit.
und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Hingabe und Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Und so segne euch, an welchem Ort ihr auch immer seid, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir begrüßen im letzten Lied Maria, die Helferin zu allen Zeiten, besonders auch in den schweren Zeiten, mit dem Lied Nummer 534, Strophen 1, 3 und 4. Uns alle Zeit bewegt.